Onje Schwedde. Dieses Brot gibt es nur hier in der Region Reit-Wickrath, ein regionales Brot. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte es bisher noch nicht. Heute werde ich es kennenlernen, werde das Ganze mal backen. Aber vorher will ich erstmal wissen, ob die Menschen hier in Wickrath das Brot kennen. Das ist, glaube ich, so ein Gewürzbrot. Onje Schwedde, das ist ja praktisch platt im Grunde genommen. Ne? Ich bin Schwedin. Warum, wie kommen Sie darauf? Ja, weil sie blond sind und da was von Schwede steht. Können Sie mal vorlesen, was da drauf steht? Onje Schwedde. Onje Schwedde. Das ist von dem frischen Getreide, was jetzt geerntet worden ist, das erste Brot, was davon gebacken wird. Schwedischer Käse. Wo in Deutschland kann ich dieses Brot kaufen? Nur beim Bäcker. Und beim Bäcker in welchen Regionen? Hier am Niederrhein. Richtig! Ich kann jetzt nicht genau sagen, was da drin ist. Aber wissen Sie, wer mir das sagen kann? Nee. Axel Bären, der Bäckermeister, der zeigt mir nämlich jetzt, wie dieses Brot gemacht wird. Oh, wunderbar. Da muss man ja da mal hingehen, Herr Bären. Wie geht's jetzt los? Ja, wir fangen einfach mal an. Ab die Post. Los geht's. Abbiegen und dann hinein zum Genügen. Onje Schwedde heißt ja ungeschwitzt. Genau, das vermahlene Korn wird in der Mühle abgelagert. Die lagern das ein, damit das trocknet. Und das machen die dann nicht. Die lagern das ganz kurz und das frische Mehl bekommt man zur Verarbeitung. Das Mehl ist feuchter. Das heißt, der Teig, der klebt ein klein bisschen. Was macht das Brot so einzigartig, jetzt auch vom Geschmack her? Was hebt es ab von anderen Broten? Ja, eben die Kombination Roggen mit Margarine und Zucker. Also ein süßes Roggenbrot gibt es selten. Und dann natürlich auf jeden Fall Korinthen und Anis. Die machen es ganz besonders. Das Onje Schwedde, das habt ihr ja auch nur eine bestimmte Zeit. Im Winter zum Beispiel gibt es das nicht, oder? Im Winter nicht, nehmen. Das gibt es nur Anfang des Sommers. Und dann so lange, wie die Kundschaft es verlangt. So lange bekommen wir auch das Mehl noch. Und nach dem Sommer ist sowieso schon die Lagerzeit des Mehls so lange, dass wir es nicht mehr verarbeiten können. Warum muss denn jetzt der Teig liegen? Der braucht eine Teigruhe. Und zwar die Enzyme im Teig, die fangen an zu arbeiten. Hefe und Zucker wird zu Alkohol. Alkohol hält frisch. Von mir. Das kann nicht sein. Die liegen auch falsch rum. Die liegen auch falsch rum. Ab in den Gärschrank. Oh, leck mich am Bein, ey. Also als Bäcker kriegt man echt Muckis. Ja. Und jetzt? In den Wagen rein. Ah, das Ding fällt. Das ist voll schwer. Scheiße. Geht? Oh, das ist ja Wahnsinn, ey. Ich habe heute für Sie gebacken. Ja. Probieren Sie mal und vielleicht erkennen Sie, was es ist. Haben Sie schon eine Ahnung? Ein süß schmeckendes Weißbrot in der Art. Schön frisch, vor allen Dingen leicht. Es ist quasi das Brot der Region Reit-Wickrath, quasi ein regionales Brot. Wie schmeckt es dir denn?
ganz gut. Vorher noch nie gegessen. Aber jetzt sind Sie gerade Fan geworden, oder? Ja, ist lecker. Und ihr Schwede? Nee, ja, Rosinen. Es ist unglaublich, der Erste, der es erraten hat. Wo haben Sie es jetzt dran erkannt? Ja, am Geschmack. Ich kenne das als Kind. Hat mal bei meinen Eltern gab es das immer. Auch dem Kameramann schmeckt's. Sehr geil. Schmeckt gut. Was hat deine Kollegin gemacht? Gut gemacht, Lena. Das Geheimnis um Onje Schwedde ist gelüftet. Ich finde es super lecker, fand super interessant hier mit dem Axel. Und ich glaube, dieses regionale Brot wird ab sofort jetzt öfter seinen Weg auf meinen Küchentisch finden.